Erinnerst du dich noch daran, als du deinen PC zu einer LAN-Party geschleppt hast? Oder du aus Platzgründen deinen Kumpel mit Gaffertape an die Decke geklebt hast? Falls ja, herzlichen Glückwunsch, du bist alt. Und an alle anderen, die sich jetzt vielleicht fragen, warum zur Hölle macht man sowas, habe ich eine ganz einfache Antwort. Damals gab es weder gutes Internet noch krasse Gaming-Laptops wie diesen Lenovo Legion Pro 7i. Wir hatten also die Wahl, traurig alleine zu zocken oder zu schleppen. Der erste Laptop, der wirklich für Gamer designt war, erschien nämlich erst 2002 und war, naja, noch nicht so ganz ausgereift wie heutzutage. Und ganz ehrlich, wer damals mit einem Laptop zu einer LAN-Party gekommen ist, der wurde ausgelacht. Wirklich ausgelacht, weil wie sollen denn krasse Games in so einem kleinen Gehäuse gehen? Aber welch Glück bedeutet Zukunft ja auch immer Fortschritt und damit auch technischen Fortschritt. Wir stellen uns heute also die Frage, wie wir es von dem Osborne 1, dem quasi ersten portablen PC, zu diesem Schätzchen hier geschafft haben und warum die ersten Gaming-Laptops erst relativ spät auf den Markt gekommen sind. Also im Vergleich zu normalen Laptops meine ich natürlich. Und um hier auch einmal komplett transparent zu sein, den Lenovo Legion Pro 7i hat uns Lenovo zur Verfügung gestellt und sie sponsern auch dieses Video. Der Legion Pro 7i hat mit seinem Intel Core i9 Prozessor auch so ziemlich was auf dem Kasten, aber da müssen wir in unserer Entwicklungsgeschichte erst nochmal hinkommen. Fangen wir also erstmal vorne an. Und auch wenn es hier hauptsächlich um Gaming-Laptops gehen soll, für deren Geschichte müssen wir ein wenig auf die Geschichte der Computer an sich eingehen. Sonst macht das Ganze nämlich wenig Sinn. Der Micrel N aus 1973 war der erste in Serie hergestellte Computer mit einem Mikroprozessor. Das ist auch der Grund, warum wir ihn hier erwähnen. Dieser Mikroprozessor war der Intel 8008 und bildet den Grundstein für die x86-Prozessorarchitektur. Also das System, was wir heute noch für Programme, Betriebssysteme, Games und Co. verwenden. Und warum ist das so? Weil 1981 IBM als erste Firma überhaupt einen PC mit einem x86-Prozessor von Intel herausbrachte. Dieser IBM-PC war so erfolgreich, dass Intel daraufhin ihr gesamtes Geschäftsmodell von DRAM, also grob gesagt Arbeitsspeicher, auf Mikroprozessoren umstellte. Außerdem liefen im Hintergrund auch ein paar andere Sachen jetzt nicht ganz so toll, also da hat das auch ganz gut gepasst, sich umzustellen. Das wiederum sorgte dafür, dass die x86-Architektur super weit verbreitet wurde und quasi zum Standard wurde. Die Prozessoren waren außerdem abwärtskompatibel. Das heißt, Programme, die für eine ältere Version dieses Prozessors entwickelt wurden, funktionierten trotzdem auch auf den neueren. Außerdem wurden super viele Anwendungen und Betriebssysteme für diese Architektur entwickelt und so konnte sich diese Technologie auch einfach durchsetzen. Dieser Erfolg vom IBM-PC ist also quasi schuld daran, dass wir den Intel Core i9 im Lenovo Legion Pro 7i überhaupt haben können. Das Besondere an diesem IBM-PC war außerdem, dass er, wie sein Konkurrent Apple II, durch Steckkarten erweiterbar war. Er war zusätzlich leicht nachzubauen und es entwickelten sich daraus sogenannte IBM-kompatible PCs. Und naja, diese Art von PC setzte sich zum Standard durch. Übrigens hatte IBM ein paar Jahre vorher, nämlich 1975, versucht, einen tragbaren Computer, den IBM 5100, auf den Markt zu bringen. Allerdings wog dieser portable Computer mal eben 25 Kilo und kostete zwischen 9000 und 20.000 US-Dollar. Wie ihr euch denken könnt, war diese Reihe nicht unbedingt erfolgreich und IBM konzentrierte sich dann weiter auf den IBM-PC. Trotzdem waren diese Art von tragbaren bzw. portablen Computern sozusagen die ersten Laptop-Vorläufer. Allerdings sahen die noch lange nicht so aus, denn es ging hier vor allem darum, einen Computer herzustellen, der irgendwie, in Anführungszeichen, leicht zu transportieren war. Also musste alles am Gehäuse verschraubt sein. Es gab meistens auch noch keine Akkus, also war man noch auf eine Steckdose angewiesen. Der erste portable Computer, der frei verkäuflich und vor allem erfolgreich war, war der Osborne 1 aus 1981. Er kostete nur knapp 1.800 US-Dollar, in Deutschland übrigens 6.000 D-Mark. Beim Osborne 1 konnte man vorne eine Tastatur ausklappen und er hatte ein 5 Zoll Display. Das ist übrigens ein kleineres Display als beim heutigen iPhone 15. Das Ding wog auch ganze 11 Kilo, passte aber immerhin noch unter einen Flugzeugsitz. Und ja, selbst gamen konnte man mit dem Ding, nämlich das Text-Adventure mit dem kreativen Namen Adventure. Eine weitere Besonderheit war das Betriebssystem CPM, in lang Control Program Monitor, später auch als Control Program for Microcomputers bekannt. Dies war nämlich nicht mehr an das Gerät gebunden, sondern an Intel-basierte Prozessoren, die, wie bereits gesagt, zu dem Zeitpunkt dabei waren, sich durchzusetzen. Der Hersteller Osborne Computer Corporation bestand trotzdem nicht lange und allgemein konnten sich die sogenannten portablen Computer in ihrer damaligen Form nicht wirklich halten.
Der erste richtige Laptop ließ dann aber nicht lange auf sich warten. 1982 kam der Grid Compass auf den Markt und war als erster im sogenannten Clamshell Design, zu Deutsch Muschelschalen Design, gehalten. Heißt so viel wie, er war aufklappbar und erinnert ehrlicherweise an heutige Modelle. Dieser hatte zwar noch immer keine eingebaute Batterie, die kam erst im Nachfolgemodell aus 1984 dazu, aber er wog dafür auch nur 5 Kilo, hatte den Intel-Prozessor 8086, also einen 16-Bit-Prozessor verbaut, ein 320x240-Pixel-Display und hatte für damalige Verhältnisse unfassbar viel Power. Aber er war mit seinem Einführungspreis von ca. 8000 US-Dollar ebenfalls recht teuer und wurde deshalb vor allem von der NASA und dem Militär gekauft. Außerdem lief das Betriebssystem Grid OS eben nur auf diesen Modellen, weshalb sich der Laptop gegen die Konkurrenz langfristig nicht durchsetzen konnte. Kurze Zeit später erfreute sich das TRS-80-Modell 100 große Beliebtheit, auch wenn das eher an ein Tablet oder, wenn man sogar möchte, Nintendo 2DS erinnert, als an einen heutigen klassischen Laptop. Denn es war ein einzelner Block mit Tastatur und Display, der sich über 6 Millionen Mal verkaufte. Der Clou? Das Ding war klein, wog nur 1,4 Kilo, lief mit 4 AA-Batterien ganze 20 Stunden lang und kostete etwas mehr als 1000 US-Dollar. Es war allerdings mehr eine elektrische Schreibmaschine als alles andere. Deshalb war es besonders bei Journalisten sehr beliebt, denn sie hatten endlich eine gute, tragbare Alternative zu den bis dahin klobigen portablen PCs oder eben Schreibmaschinen. Und so könnten wir ehrlicherweise jetzt noch ewig weitermachen. In den 80ern und 90ern Jahren gab es gefühlt jedes Jahr eine neue Innovation, was Technik und vor allem Laptops betrifft. Ein Modell folgte dem nächsten und die Hersteller probierten sich so lange aus, bis etwas bei der breiten Masse funktioniert hat. Das wurde dann weiter verfeinert und von anderen aufgegriffen und so sind wir dann irgendwann beim ersten richtigen Gaming-Laptop aus 2002 angekommen. Das hier ist der Alienware Area 51M und er gilt als erster Gaming-Laptop. Was hat er anders gemacht als die bisherigen Modelle? Er war grob gesagt einfach als erster Laptop aufs Gaming ausgelegt worden und war von einer Firma konzipiert worden, die sich zu der Zeit auf Gaming-PCs spezialisiert hatte. Der Area 51M hatte einen Intel Pentium Prozessor 4 mit 2,4 GHz verbaut, 512 MB RAM und eine ATI Mobility Radeon 7500 als Grafikkarte. Und für all die Jüngeren, ATI, das ist das heutige AMD. Er wog etwa 3,5 Kilo, war jetzt also nicht unbedingt leicht, aber für die damaligen Verhältnisse auch eben nicht mehr so sonderlich schwer. Der Laptop war mit High-End-Komponenten ausgestattet und genau das machte ihn eben auch besonders. Allerdings spiegelte sich das auch im Preis wider. 2800 US-Dollar. Aber auch hier gilt, das waren eben die Anfänge und Gaming-Laptops waren zu der Zeit einfach noch nicht wirklich verfügbar. Das ist auch der einfache Grund, warum sie überhaupt erst so spät auftraten. Hier musste alles ordentlich an einen Platz, die Kühlung musste bewusst platziert sein und naja, die Konzipierung war eben auch schwer und dadurch teuer und gerade bei der Grafikkarte durfte man nicht sparen. Es dauerte also eine Weile, bis etwas zusammengebastelt werden konnte, das den Bedürfnissen der PC-Gamer entspricht und das man sich dann auch leisten konnte. Trotzdem erfüllen die ersten Gaming-Laptops das schlichte Klischee, viel zu laut, viel zu heiß und ehrlicherweise auch zu wenig Performance. Dieser Ruf war damals auch total verdient, denn hey, es war so. Viele Leute, meine Person mit inbegriffen, die damals mit PC-Gaming aufgewachsen sind, haben diese Vorurteile dann auch lange Zeit mit sich geschleppt. Selbst vor ein paar Jahren gab es immer noch viele Menschen, die gesagt haben, ein Laptop zum Gaming oder für LAN-Partys? Was für ein absoluter Quatsch, das ist doch Bullshit. Ich hoffe, dass spätestens heute wirklich jeder weiß, nein, ein Laptop ist nicht ein kleiner, hässlicher Bruder eines Desktop-PCs, sondern eine richtige Alternative. Lenovo ist hier auch das beste Beispiel. Schauen wir uns also endlich mal an, was der Lenovo Legion Pro 7 i so drauf hat. Dass hier ein Intel Core i9-Prozessor der 14. Generation verbaut ist, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Wie aber auch bereits erwähnt, ist vor allem die Grafikkarte wichtig und hier schlummert eine Nvidia GeForce RTX 4080 und 32 GB DDR5 RAM drin. Und was soll ich sagen, mit diesen Specs läuft auch ein Alan Wake 2 in höchster Qualität. Und so muss das dann auch. Durch die 4080 von Nvidia werden selbstverständlich auch Raytracing und Nvidia DLSS 3 unterstützt. Das ist Nvidias neueste Technologie, um mithilfe einer KI die Grafikleistung im Spiel nochmal zu verbessern. Bedeutet, das Spiel wird quasi in einer niedrigeren Qualität gerendert und durch die KI dann wieder hochskaliert. So wird auf der einen Seite Rechenleistung gespart, auf der anderen bekommst du aber die maximale Bildqualität. Und mit dem 16 Zoll und 240 Hertz Anti-Reflection-Screen kannst du sogar irgendwo draußen im Park zocken. Bei einer Akkulaufzeit von bis
zu 8 Stunden kannst du wirklich auch ohne Probleme mal draußen oder auf Reisen einfach zocken und mit einem Gewicht von 2,8 Kilo kannst du deinen Laptop auch einfach ohne Probleme in den Rucksack schmeißen und zu einer LAN-Party gehen, wenn du da noch Bock drauf hast. Falls du übrigens mehr über den Lenovo Legion Pro 7i wissen möchtest oder einfach mal schauen möchtest, was Lenovo sonst so im Angebot hat, klick mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und beim angepinnten Kommentar. Da findest du nämlich alle weiteren Informationen. Und ganz ehrlich, keine Angst vor einem Gaming-Laptop. Ich weiß, wo die Vorurteile herkommen, aber heutzutage kannst du mit diesen Dingern alles machen. Und die Möglichkeit, seinen Gaming-PC jederzeit umzuräumen, mitzunehmen oder auch einfach mit ihnen auf eine LAN-Party zu gehen, ist einfach ein richtig cooles Feature, was ich persönlich gar nicht mehr missen möchte. Natürlich möchtest du auf eine LAN-Party auch noch einen großen Monitor mitnehmen. Ja, das bleibt dir jetzt nicht erspart, den dann zu schleppen, aber du kannst den Monitor einfach ohne Probleme über die Anschlüsse an zum Beispiel deinem Lenovo Legion Pro 7i anschließen. Dann brauchst du nur noch Maus, Tastatur, Mauspad und das war eben alles. Du brauchst heutzutage wirklich keine Angst mehr haben, dass ein Laptop leistungstechnisch nicht ausreicht. Meine Empfehlung ist allerdings trotzdem, bevor du dir einen Laptop holst, lies dir immer ein paar Reviews durch und schau durchaus, ob der jeweilige Laptop deinen persönlichen Bedürfnissen reicht oder welche zusätzlichen Investitionen du vielleicht tätigen solltest. Zum Beispiel ein USB-C Thunderbolt-Dock, was dir einfach mehr Anschlüsse gibt oder vielleicht die Möglichkeit, die SSD, also den internen Speicher auszutauschen und so weiter und so fort. Und keine Sorge, falls du eigentlich mit deinem Gerät streamen möchtest, moderne Laptops wie eben das Gerät von Lenovo haben alle möglichen Anschlüsse, damit du extern deine Capture-Karte anschließen kannst und ohne Probleme auch einfach streamen kannst. Das Krasse ist aber, das hier ist alles eigentlich erst der Anfang, beziehungsweise wir sind mittendrin. Gaming-Laptops, beziehungsweise Laptops an sich, haben eine immens lange Geschichte und haben viele Entwicklungen durchgemacht. Und wer sich mit den aktuellen Trends beschäftigt, der weiß, das Lenovo Legion Pro 7i ist gerade vielleicht der aktuellste Stand der Technik, aber das geht noch weiter und weiter und weiter. Die Dinger werden stärker und stärker und irgendwann werden Desktop-PCs höchstwahrscheinlich ein Relikt vergangener Tage sein. Ist das schade? Ja, wenn man nostalgisch denkt, ein wenig. Aber ganz ehrlich, so ein kleiner krasser Laptop ist irgendwie einfach geil.